Die Sony ZV-E10, eine beliebte Vlogging-Kamera, also von YouTubern sehr beliebt. Aber ich würde sie als Webcam direkt am PC, in meinem Fall Mac, anschließen wollen, um, wie ich jetzt im Moment mit der Sony A6400, solche Videos aufzunehmen. Vorteil davon, das Bild ist besser mit diesen Kameras als mit den kleinen Webcams, sicher mit den, als mit den eingebauten Webcams. Und Autofokus ist sehr gut mit diesen Sony-Cams. Also die Cam, die ich verwende, Sony Alpha 6400, ist ähnlich im Format, auch vom Preis her ähnlich. 700 Franken diese Kamera, sehr günstig also. Das heißt, ich würde sie jetzt am MacBook anschließen wollen. Wie geht das? Gibt zwei Möglichkeiten. Hier drin haben wir einerseits einen USB-C-Anschluss, Achtung, USB-C, und HDMI. Den kleinen HDMI, Micro-HDMI ist das Micro-HDMI-Stecker. Simpel wäre jetzt, das mit einem USB-Kabel direkt am Mac anzuschließen und zu schauen, ob das funktioniert. Ich habe ein USB-Kabel bereit. Könnte das jetzt hier einstecken, die ganze Geschichte einschalten. Ihr sagt es jetzt im USB-Mode Massenspeicher, dass ich USB-Kabel entfernen muss, um USB-Streaming zu starten. Hat also gemerkt, ich will vielleicht USB-Streaming starten. Okay, ich nehme das Kabel weg. Jetzt, um USB-Streaming zu starten, muss ich in die Einstellungen gehen. Das heißt, ich gehe jetzt hier auf Menü und hier oben bei diesen Reitern bin, sehe ich ein Einstellungen 1 und 2. Ich muss zu den zweiten, zu den violetten Einstellungen gehen. Und hier sehe ich dann direkt auch USB-Streaming. Klick das an. Okay. Jetzt ist im USB-Streaming-Modus. Kabel ist aber noch nicht da. Kabel einstecken. Hallo Cam. Hoffentlich siehst du mich scharf. Hab natürlich auch die Fokusräder und Zoom-Funktionen jetzt mit diesem Hobby. Funktioniert also relativ einfach über USB-Kabel, ohne Software einzustellen. Achtung! Es gibt Dinge, die du beachten musst. Einerseits, wenn du das so machst, du siehst hier SONY, das ist die Abkürzung für diese Kamera überhitzt schnell mal beim Filmen. Und dazu musst du dann in die Einstellungen gehen, allerdings nicht im Streaming-Mode. Wieder in die Einstellungen gehen und nach hinten zu dem Werkzeugkasten, das gelbe Menü oben, und nach unten Leistung, Einstellungen, Optionen. Und hier unbedingt automatische Austemperatur von Standard auf hoch einstellen, damit die Kamera nicht zu nervös wird, wenn es da ein bisschen wärmer wird. Dann achte auch darauf, dass du möglichst die Kamera nicht in einem, in einer Box einschließt, die dann sehr warm werden kann. Und bei mit meiner Cam habe ich das gleiche Problem, beziehungsweise jetzt nicht mehr. Hinter dem Teleprompter unter diesem schwarzen Tuch kann es warm werden. Ich habe das Display dann ein bisschen offen. Ist ein bisschen anders beim Alpha 6400, kann man es nach hinten ziehen, damit es da ein bisschen mehr lüften kann. Ich habe jetzt die Cam Alpha 6400, die nicht viel teurer ist als die, im Dauerbetrieb 24/7 eingeschaltet, wie eine andere Webcam auch jetzt, einfach an. Funktioniert ohne Probleme.